liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eigentlich ja schon alles gesagt und jetzt kommt zum Schluss der Kardiologe. Ich nehme das mal jetzt nicht persönlich vom Organisator, dass ich zum Schluss komme. Ich hoffe, ich kann Ihnen noch einige interessante Dinge mitgeben. Was ich machen möchte, ist, als Kardiologe auf die aktuellen Daten zu blicken und tatsächlich mit Ihnen gemeinsam zu überlegen, auch für die Diskussion nachher, wie können wir denn diese wirklich absolut phänomenalen Daten dann in die Praxis hinein übertragen. Ich glaube, das ist der Schlüssel, das nicht nur wahrzunehmen, dass das wirklich exzeptionelle Daten sind, sondern sich zu fragen, was kann ich denn am Montag anders machen und worauf muss ich letztlich achten? Meine Interessenskonflikte lasse ich jetzt hier nicht 10 Sekunden stehen. Sie sehen, es sind dann doch einige zusammengekommen. Ich habe 2 epidemiologische Daten, mit denen ich starten möchte. Das ist Ihnen ja schon eigentlich klar und mehrfach gezeigt worden. Die Prognose von Patienten mit Herzschwäche ist grottenschlecht. Das sind Daten aus dem schwedischen Herzinsuffizienzregister und das ist hier, sind Patienten mit einer symptomatischen Herzinsuffizienz, also nicht nur HEF-PEF oder HEF-REF oder HEF-MEF-Patienten, die wir jetzt neu auch diagnostizieren und definieren, sondern symptomatische Patienten. Und was Sie sehen können, ist, dass nach 8 Jahren bei Patienten mit Diabetes mellitus, egal ob es Männer oder Frauen sind, tatsächlich ungefähr 75% verstorben sind. Das bringt eine Sterblichkeit von 9% pro Jahr. Warum zeige ich Ihnen das? Weil es erstens zeigt, wie grottenschlecht die Prognose ist und zweitens, man kann das natürlich wunderbar mit den beiden Studien, die gerade schon angesprochen wurden, also der Emperor Reduced und der DAPA-HF-Studie vergleichen und die haben ganz ähnliche Sterblichkeiten, sodass man natürlich wunderbar froh sein kann, dass wir diese Daten haben, diese randomisierten Studien, die in etwa cum grano salis tatsächlich auch unsere Wirklichkeit in der Praxis abbilden. Das sind symptomatische Patienten und ich möchte Ihr Augenmerk noch lenken auf eine andere Gruppe, die sehr wichtig ist. Das sind Patienten, die eine eingeschränkte Funktion des Herzens haben, die aber keine Symptome haben. Und das sind Daten aus der Solve Prevention Studie, eine Studie, die schon sehr, sehr alt ist, in der gezeigt wurde, dass Enalapril 2x10 mg die Prognose dieser Patienten verbessert. Nun, ich zeige Ihnen das deswegen, um Sie zu sensibilisieren, was bei Patienten, die eigentlich gar keine Symptome haben, aber eine eingeschränkte Pumpfunktion, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Patienten in den nächsten Jahren eine Herzschwäche entwickeln werden. Und Sie sehen, nach 4 Jahren, zumindest nach den Daten der Solve Prevention Studie, sind das ungefähr 40% der Patienten mit Diabetes mellitus. Und da klingt schon eigentlich das, was der Stefan Jakob am Anfang gesagt hat, müssten wir nicht uns auch um diese Patienten kümmern? Ich zeige Ihnen gleich, wie ich mir vorstellen könnte, dass man das umsetzen kann. Nun können Sie sagen, okay, das ist ja schrecklich, haben viele Patienten entwickeln eine symptomatische Herzinsuffizienz. Was bedeutet das für die Prognose? Und das ist auch hier in der Solve Prevention Studie analysiert worden. Sie sehen hier oben die Sterblichkeit wieder für Patienten, die eine symptomatische Herzinsuffizienz entwickelt haben. Und Sie sehen, nach 4 Jahren sind ungefähr 40% dieser Patienten verstorben und auch wieder eine Sterblichkeit von ungefähr 9% pro Jahr. Vielleicht nehmen Sie das mit als Take-Home-Message. 9% pro Jahr scheint so eine Zahl zu sein für symptomatische Patienten mit Herzinsuffizienz, in diesem Fall mit systolischer Herzinsuffizienz. Also das ist eine ungünstige Prognose, was können wir tun? Und natürlich steht dann im Raum, wenn das so ungünstig ist, müssten wir uns nicht alle aktivieren und tatsächlich aktiv suchen nach Patienten mit Herzinsuffizienz, mit systolischer oder, wie man früher gesagt hat, diastolischer Herzinsuffizienz. Und das ist ein wirklich in Ruhe zu überlegendes Konzept, weil es natürlich ein Fass öffnet, wo wir überlegen müssen, was die Konsequenzen dann sind. Es ist immer schwierig zu screenen, ohne dass man wirklich dann Therapieangebote hat. Aber hier ist es ja ganz anders. Wir können screenen, weil wir wissen, wenn wir Patienten finden, die eine symptomatische Herzinsuffizienz haben, die noch nicht diagnostiziert ist, dass es hier super Therapien dafür gibt. Und das habe ich hier mal zusammengetragen, wie man sich sowas vorstellen könnte. Also zum Beispiel quasi vorscreenen, eine Selektion von Patienten, die wir letztlich untersuchen sollen. Und was wir tun, ist natürlich, das hattest du Stefan gesagt, natürlich ein Aspekt ist, wenn wir screenen, NT-proBNP einzusetzen, aber auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel zu überlegen, welche Patientenklasse sitzen hier vor mir, Patienten mit Proteinurie, Retinopathie oder Patienten mit einer eingeschränkten Nierenfunktion. All das sind Patienten, die ein hohes Risiko haben, eine Herzinsuffizienz zu entwickeln. Das heißt, diese sollten dann letztlich, wenn wir positiven Befunden haben, zum Beispiel beim NT-proBNP, beim EKG, natürlich eine echokardiografische Untersuchung haben, damit wir feststellen können, was die Ursache ist von
dieser Symptomatik. Also wir können, glaube ich, screenen. Das gilt natürlich insbesondere für Patienten, die symptomatisch ist. Da brauchen wir eigentlich nicht mehr vom Screenen zu reden, sondern das ist eine Abklärung unklarer Luftnot. Aber selbst bei Diabetespatienten hier vorne, die solche Risikofaktoren haben, wäre zu überlegen, ob es Sinn macht, zu screenen. Ich habe im Weiteren mal vier Grundsätze mir überlegt, wie wir vorgehen könnten unter dem Aspekt, die modernen Therapieoptionen inklusive SGLT2-Inhibition zu integrieren. Der erste Grundsatz ist natürlich, die Zielgruppe dieser Therapien zu identifizieren. Und im Moment können wir eigentlich nur sprechen über herzinsuffiziente Patienten mit einer systolischen Herzinsuffizienz, die symptomatisch sind. Das ist das, was in den beiden SGLT2-Inhibitoren-Studien mit den SGLT2-Inhibitoren, die in Deutschland verfügbar sind, tatsächlich dokumentiert wurde. Also symptomatische, systolische Herzinsuffizienz. Darüber reden wir im ersten Angang. Der zweite Grundsatz ist ganz klar eine die Therapie von Patienten, egal ob mit Diabetes oder ohne Diabetes, ist immer eine Polypharmazie. Das ist der Standard. Patienten mit einer systolischen Herzinsuffizienz brauchen eine Polypharmazie mit vier verschiedenen Medikamenten. Das ist der Grundsatz, das ist im Prinzip der Stand heute für eine moderne Therapie. Nun, welche sind das? Das ist hier von Herrn Bauersachs mal definiert als die Fantastischen Vier, also nicht die Musiktruppe aus den 80er, 90er Jahren, der Tag am Meer, sondern es geht um diese vier Medikamente, die wir diesen Patienten verordnen sollen, also Mineralkortikoidrezeptor-Antagonisten, Beta-Blocker, SGLT2-Inhibitoren und Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor. Das sind die vier, die Fanta 4. Und das ist vielleicht das Zweite, was Sie mitnehmen, Fanta 4, die wir bei unseren Patienten ganz aktiv einsetzen müssen, damit die Prognose verbessert wird. Nun hört natürlich hier die Therapie der Herzinsuffizienz nicht auf und ich werde hier nicht im Einzelnen darauf eingehen. Das ist ein hochkomplexes und sich permanent weiterentwickelndes Feld für Spezialisten wie Kardiologen und auch Herzinsuffizienzspezialisten unter den Kardiologen. Aber Sie sehen, in der hausärztlichen diabetologischen Praxis lassen sich mit Fanta 4 schon mal die Grundlage für eine vielseitige prognostische Verbesserung legen. Prognostische Verbesserung, sage ich warum mit den Fanta 4. Es gibt eine interessante Arbeit, die im Lancet veröffentlicht wurde, ungefähr vor einem Jahr. Da hat man Folgendes gemacht. Man hat ein Modell etabliert und hat gesagt, wir nehmen mal Daten aus Emphasis, Paradigm und DAPA-HF. Das sind also Studien mit SGLT2-Inhibitoren, mit einem ANI und, oder einem mRNA, also einem Mineralkortikoidrezeptor-Antagonist, und simulieren mal im Vergleich zur konventionellen Therapie, was eine solche moderne Therapie tatsächlich für den Patienten bewirkt. Und die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich. Sie sehen hier den Gewinn an Lebenszeit für Patienten im Alter von 55 Jahren und von 65 Jahren. Und Sie sehen die Verbesserung der Lebenserwartung um 6,3 Jahre und hier um 4,4 Jahre, wenn der Patient eine sogenannte komprehensive Therapie, also eine neue, moderne Fanta-4-Therapie erhält. Also das sollte uns Mut machen, uns um dieses Thema zu kümmern. Die aktuellen Leitlinien sind ja schon sehr alt. Wir werden jetzt auf dem ESC, ist meine Vermutung, die aktualisierten Leitlinien der Herzinsuffizienz bekommen. Und es wird seit vielen, vielen Wochen gerungen und diskutiert, wie denn dass die sequentielle Therapie bei Patienten mit systolischer Herzinsuffizienz tatsächlich durchgeführt werden soll. Das ist keine triviale Frage. Und von Herrn McMurray und Herrn Packer gibt es hier Empfehlungen, wie man das ansetzen kann. Im Moment wird diskutiert tatsächlich eine frühe Therapie mit einem Beta-Blocker und einem SGLT2-Inhibitor. Wir reden über neu diagnostizierte Patienten mit symptomatischer systolischer Herzinsuffizienz, also mit dieser Doppelkombination zu beginnen, die ja eigentlich super einfach ist. Sie geben im Fall vom Empagliflozin 10 Milligramm, Beta-Blocker dazu, Bisoprolol 5 Milligramm und haben eine erhebliche, in der Regel sehr gut verträgliche Therapie, die die Prognose verbessert. Und dann innerhalb der nächsten Wochen, es geht nicht über eine Prokrastination über Monate und Jahre, dann tatsächlich hinzufügen vom ANI und vom Mineralkortikoidrezeptor-Antagonisten MRA. Das ist also das Konzept, eine rasche, koordinierte Aktion, um zu diesen Fanta 4 tatsächlich zu kommen. Die Schlüsselfrage, glaube ich, ist aber, dass die Hauptgruppe unserer Patienten, die wir täglich in der Praxis sehen, Patienten sind, die etablierte Therapien haben, wo wir sagen, auch der hat ja sein Enalapril 5 und sein Biso 2,5 und muss sich da dran rütteln. Und die Antwort ist hier ganz eindeutig, Therapieumstellung, glaube ich, werden den größten Anteil unserer Therapiebemühungen in den nächsten Jahren
beinhalten, dass wir Patienten, die so eine, sag mal, ältere Standardtherapie haben, tatsächlich eine moderne Therapie bekommen, weil wir wissen, dass Hospitalisierung reduziert wird und die Prognose dieser Patienten deutlich verbessert wird. Der Grundsatz 3, und wir reden ja über eine Polypharmazie, heißt absetzen, was nicht nötig ist oder schadet. Und wir sehen immer wieder in der Sprechstunde, dass die Patienten mit unglaublichen Mengen an verschiedenen Medikamenten kommen. Und vieles verstehe ich nicht, aber bei diesen Medikamenten, die ich hier aufgeschrieben habe, glaube ich, kann ich einen Ratschlag geben. Ich glaube, man sollte wirklich überlegen, wie kann ich deutlich reduzieren. Ich werde da nicht auf den Einzelnen drauf eingehen, nur zum Mitgeben. Es gibt Kardiaka, die beim Patienten mit einer systolischen Herzinsuffizienz nichts verloren haben. Und die müssen wir reduzieren. Wir müssen Platz schaffen für die Fanta 4 und wir müssen auch im hämodynamischen System Platz schaffen für die blutdrucksenkenden Eigenschaften der meisten dieser Medikamente, die da eingesetzt werden. Nun nicht erschrecken, ich weiß, ich gehe jetzt auf dünnes Eis, aber Sie sehen, bei den Antidiabetikern ist, glaube ich, konsensfähig Sulfonylharnstoff und Glitazon. Aber wie sieht's bei den Insulinen aus? Es gibt tatsächlich keine prospektiv randomisierte Studie mit Insulin bei Patienten mit systolischer Herzinsuffizienz. Das heißt, wir müssen uns auf Studien stützen, die diesen Aspekt untersucht haben, Herzinsuffizienzstudien, die Sie Frage gestellt haben. Was ist denn der Beitrag einer Insulintherapie zur Prognose meiner Patienten mit systolischer Herzinsuffizienz? Und das ist vor 3 Jahren mal im European Heart Journal analysiert worden. Und Sie sehen, dass tatsächlich das Insulin, das ist auf der rechten Seite, offensichtlich in dieser Art der Analyse zumindest ein Gefahrensignal zeitigt, sodass ich als Kardiologe natürlich darüber nachdenken muss, wenn ich einen Patienten habe mit einer etablierten Insulintherapie, braucht er wirklich diese Insulintherapie, braucht er sie in dieser hohen Dosis, kann ich substituieren zum Beispiel mit GLP-1-Rezeptoragonisten. Und das ist egal, wie Sie hier Multivariate oder Propensity-Score-Matching korrigieren, hier gibt es ein Signal, was ungünstig ist. Der Grundsatz 4, SGLT2 Inhibitoren zusätzlich, wenn immer möglich, und ich weiß gar nicht, wann es eigentlich nicht möglich ist, also müsste es heißen, immer bei Patienten mit systolischer Herzinsuffizienz. Und natürlich kommt da in Deutschland das Dapagliflozin, wo die Zulassung ja aktuell vorhanden ist, und das Empagliflozin in Frage. Fürs Empagliflozin, denke ich, werden wir im Laufe des Jahres da eine Bewegung sehen. Interessant auch, damit wir Tabletten sparen, das eine Medikament kann man mit Metformin kombinieren, einer Tablette, und das andere mit Linagliptin. Also vielleicht auch ein Aspekt, der in der Praxis wichtig sein könnte. Nun, SGLT2-Inhibitoren-Studien wurden jetzt schon im Detail vorgestellt. Ich zeige Ihnen ein paar Aspekte, die ich interessant finde. Die Arbeit von Sanar hatte der Jochen schon gezeigt. Sie sehen hier eine für beide Substanzen tatsächlich deutliche Reduktion des kombinierten Endpunkts. Das ist hier Hospitalisierung und kardiovaskulärer Tod, sodass das eine wirklich gute, solide Grundlage ist, mit diesen Medikamenten dann zu therapieren. Etwas, was für uns Kardiologen wirklich fantastisch ist und was natürlich auch nochmal hier uns selbst in Frage stellt, wie wir die nächsten Jahre therapieren. Wir haben gesehen, dass sowohl für die Nicht-Diabetiker auf der rechten Seite als auch für die Diabetiker in der EMPEROR-Reduce-Studie tatsächlich der primäre Endpunkt signifikant reduziert wurde in einem ähnlichen Ausmaß, sodass wir hier wirklich eine Substanz haben oder eine Substanzklasse haben, SGLT2-Inhibitoren, die allen Patienten mit systolischer Herzinsuffizienz zugutekommen sollten. Und dazu noch 2 Aspekte, weil ich hatte Ihnen ja gesagt, es geht um eine Polypharmazie, Fanta 4. Und ich glaube, viele von uns sind da vielleicht ein bisschen zurückhaltend, denken an niedrigen Blutdruck, gehe ich drauf ein, und andere Möglichkeiten der Komplikation, wenn wir so viele, ich sag mal, vasoaktive und kardioaktive Medikamente kombinieren. Deswegen hier aus dem EMPEROR-Reduce-Trial nur 2 Analysen, die uns entspannen sollen bezüglich einer Kombinationstherapie. Und das erste ist die Analyse mit einem bei Patienten mit und ohne Neprilysin-Inhibitor. Das sehen Sie auf beiden Seiten. Und was Sie sehen können, dass selbst bei den Patienten, die einen Neprilysin-Inhibitor an Bord hatten, sie weiterhin einen zusätzlichen massiven Effekt vom Empagliflozin gezeigt wurde. Das heißt also, es geht um additive Effekte. Nicht entweder oder, sondern tatsächlich um eine Polypharmazie bei diesen Patienten. Und das, die zweite Klasse, die untersucht worden, das ist jetzt aus diesem Jahr, aus der EMPEROR-Reduce-Studie,
ist die gleiche Analyse für MRA at Baseline. Auch da könnte man ja formulieren, ja, wenn die denn die drei Sachen haben, brauchen die das EMPA noch dazu? Ganz klar, sie brauchen das dazu. Auch hier sehen wir ganz ähnliche Reduktionen. Auch in der Gruppe mit MRA an Bord sehen Sie eine deutliche, signifikante Reduktion des primären kombinierten Endpunkts. Das heißt also, das macht uns Mut, diese Kombination durchzuführen. Und in dieser Analyse zeige ich Ihnen nicht, gab es auch noch einen günstigen Effekt auf das Kalium in der Therapie mit einem SGLT2-Inhibitor. Das heißt, ich komme zum Ende meines Vortrags. Wir geben einen SGLT2-Inhibitor und ich zeige Ihnen mal Daten für die schweren unerwünschten Ereignisse, weil ja das bei uns im Kopf ist. Das ist eine fragile Patientengruppe. Es sind Patienten, die eine hohe Sterblichkeit haben, häufig einen niedrigen Blutdruck, häufig Probleme mit der Niere haben. Und jetzt geben wir hier noch ein Medikament dazu. Was muss ich erwarten? Und das Bemerkenswerte ist wirklich, und das ist aus der EMPA Reduce, das ist hier oben steht Tabelle S2, also im Supplement, die Therapie ist auch in dieser fragilen Patientengruppe extrem gut verträglich, 10 Milligramm Empagliflozin und wir müssen nicht, wie bei den anderen Medikamenten, Stichwort MRA, was macht das Kalium, überlegen, okay, auf was muss ich alles achten. Wenn Sie sich das anschauen hier, die unerwünschten Ereignisse, Hypotonie 9,4, 8,7 in der Platz ein Tickchen mehr, symptomatische Hypotonie 5,7 versus 5,5, also Volumendepression 10,6 versus 9,9. Diese Therapie ist wirklich super verträglich und das sollte uns Mut machen, diese Therapie einzusetzen. So, was sollten wir beachten? Also, ich hatte gesagt, Patienten mit symptomatischer systolische Herzinsuffizienz definiert über eine EF kleiner 40 und einen erhöhten NT-proBNP ist quasi das Einschlusskriterium. Um diese Patienten geht es. Wir werden wahrscheinlich im Laufe des Jahres, Jochen, du hast es gesagt, Daten aus dem EMPA Preserved Studie sehen. Hochspannend, hochspannend. Das sind dann Patienten mit einer EF größer 40%. Und wir hoffen, dass die Ergebnisse genauso gut sein werden. Wir werden das im Sommer wahrscheinlich sehen. Blutdruckreduktion ist vielleicht ein Thema in der Praxis. Wenn ich jetzt einen SGLT2-Inhibitor dazugebe, was erwarte ich? Ich kann erwarten eine Blutdrucksenkung von 3:1 mmHg. Ich würde immer mit den Diuretika spielen. Ich würde nie die Fanta 3 dann anfassen, es sei denn, es geht gar nicht. Auch natürlich gibt es Grenzen der Therapie mit diesen Medikamenten, aber ich würde immer versuchen, vorher die Diuretika zu reduzieren, einen über den anderen Tag, andere Diuretika, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und das spielt natürlich auch hier in die Volumendepletion, 7-10% dieser Patienten haben Volumendepletion, aber Sie haben gesehen, kein signifikanter Unterschied zwischen Placebo und dem Verum-Arm. Was können wir tun? Also Diuretika hatte ich schon gesagt, sequentielle Nephronblockade, das ist etwas, was viele Patienten, die eine schwierig einzustellende Wasserlage haben, häufig eingesetzt wird. Es ist ja auch so, wenn Sie die Fanta 4 geben, rekompensiert der Patient schneller, er wird stabiler und braucht deswegen dann häufig auch weniger Diuretika. Ich wäre vorsichtig, die Diuretika komplett abzusetzen. Da gibt es Studien, die zeigen, dass das zu einer Dekompensation führen kann. Das muss man mal jetzt in den nächsten Jahren beobachten mit Analysen der Studien, ob das auch, wenn die Fanta 4 an Bord sind, tatsächlich ein Problem ist. Also Diuretika sind quasi unsere Spielmasse. Und dann ist tatsächlich die Frage, wer initiiert die SGLT2-Inhibitoren? Bei diesen Patienten mit systolischer Herzinsuffizienz soll das schon in der Klinik passieren. Ich hatte Ihnen vorhin gezeigt, bei Patienten mit einer neu diagnostizierten systolischen Herzinsuffizienz, Beta-Blocker und SGLT2-Inhibition sehr früh. Geht das bei Patienten, die gerade rekompensiert sind? Das sind offene Fragen letztlich. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, dass die verschiedenen Arzt- und Ärztinnengruppen, die hier beteiligt sind, sagen, das sind meine Medikamente, das sind meine Patienten. Letztlich müssen die Fanta 4 an Bord und da ist es eigentlich zweitrangig, ob das über den Hausarzt geht, über den Diabetologen oder über den Kardiologen. Und dann bin ich am Ende meines Vortrags. Es ist wirklich wichtig, SGLT2-Inhibition ist die neue Therapieoption für Patienten mit systolischer Herzinsuffizienz, Ejektion unter 40%. Um alle Umstände braucht der Patient diese Medikamente. Wir müssen sie identifizieren. Wir müssen vielleicht früh identifizieren. Wir müssen auf jeden Fall Patienten mit Luftnot oder eingeschränkter Belastbarkeit diagnostizieren. Das sind wir, glaube ich, den Patienten schuldig, weil die Medikamente gut verträglich sind und die Prognose deutlich verbessern. Fanta 4 ist der neue Standard.
Ganz klar, wir müssen darum kämpfen, dass der Patient Fanta 4 an Bord hat, damit eben die Hospitalisierung und die Hospitalisierung vermindert wird, die Prognose verbessert wird. Und die breite Umsetzung in den Praxen ist, glaube ich, die Herausforderung, auch die Umstellung, die Herausforderung der nächsten Jahre. Vielen Dank, ich freue mich auf die Diskussion.